zwar gewunden haben. Und ich habe kein Schwert, ne? Aber eine Axt oder so tut es ja zur Not auch. Ja gut, die Tür hätte ich zumachen können. Hätte. Hätte, Fahrradkette. Ne? Wie so schön heutzutage heißt. Jetzt gerade wieder Nacht. Richtig. Setze. Ah, ey, ich glaube, ich werde zum Elch oder so. Aber ich hoffe, ihr hört das nicht. Aber mir juckt die Nase so grausig. Das glaubst du nicht. Oh, so. Nein! Da kommen sie und klopfen wieder an die Türen. Ja, ich weiß, du kommst da. Hallo! Goschen! Jetzt kann ich mich die ganze Nacht mit Zombie-Horden rumschlagen. Aber was tut man nicht alles für die lieben NPCs? Hier bin ich. Es gibt allerdings auch ein... Ah, Creeper! Dammit! Hä? Warum hat der keinen Blockschaden gemacht? Hä? Ist ja mal cool. Der eine macht's, der andere nicht. Ich wollte jetzt nicht, dass du auch in die Luft sprengen, ne? Also Leute hier draußen nicht stehen, ist keine gute Idee. Ich würde mich mal in ein Haus verkriechen oder so. Ja, das Dumme ist, die Häuser haben einfach keine Wege dahin, ne? Hier, Leute! Rinder! Da hinten sind sie schon wieder. Lauf, Forrest, lauf, rette sie! Hier bin ich! Hier kommst du! Du auch? Und der dritte im... Ah ja, die können ja die Holztüren gar nicht mehr einschlagen, ne? Weiß ich nicht. Nö, seit 1, 7, 8 oder so nicht mehr? Ah! Mensch, da denke ich gar nicht mehr dran. Dass das ja gar nicht mehr geht. Da stehen die Zombies davor und sagen, schade, aber auch. Da ist ja eine Tür. Nein, lass ihn in Frieden! Hier bin ich! Ja, Renz und Kakteen, da wäre ich auch hingerannt. Ey, Junge. Hier, siehst du. Ja. Stellt er sich um Kaktus, weißt du, und wundert sich, dass es weh tut. Ah, das sind mir die Liebsten. Ja, dann muss ich ja die Türen gar nicht blockieren, ne? In dem Sinne. Ey, das ist ja sowas von genial wieder hier gebaut. Bin ja der Meinung, das haben sie extra gemacht, um das auf Konsole rauszubringen, ne? Was genau? Dass sie die Türen nicht mehr einschlagen können. Ist ja jetzt auch für Konsole. Minecraft und so. Schon ein bisschen länger, aber... Ja. Ich glaube, da gab es auch so ein paar Problemchen mit. Hm? Nee, du tauschst nichts vernünftig. Was macht dein Ding? Ja, gut. Ja, ja. Rückstoß 1. Na, immerhin. Das ist doch auch was Schönes. Oh, ich höre hier einen Mini-Zombie. Da sind sie schon da. Guten Tag. Kommst du mal zu mir? Danke. Der nächste bitte. Ja, die stehen hier alle schön vor der Tür. Und freuen sich, dass sie nicht rennen dürfen. Ja, auch du musst sterben, glaubet mir. So, ja, die Creeper versuchen wir mal ein bisschen zu ignorieren. Taschen, ihr beiden. Ich hoffe, ich sehe euch nicht im Separé. Ja, 38 Zombiefleisch habe ich noch nicht zusammen, aber Weizen habe ich gerade auch nicht. Kartoffeln, ne, nur gebrannte. Aber auch nur die Hälfte davon. Schade aber auch. Na dann, bis später. Viel Spaß. Ach, das ist ein Creeper. Ich glaube, ich renne mit dem aus dem Dorf raus. Aber da erwartet uns ja noch eine Menge mehr an Spaß. Genau, genau. Du sollst mich hier aus dem Dorf raus. Und den kannst du hier hinten irgendwo... hier ist ein Feld. Dach schön. Eine Spinne. Leckst du wieder? Oder... du Oscar, ich würde da jetzt nicht draußen rumstehen, ne? Wer ist denn Oscar? Alle die ich nicht kenne.
Ach, schön, dass du dich angesprochen fühlst. Ja, ich kenn Oskar Schindler. Schindler? Ach, der hieß Oskar mit Vornamen. Okay. Also wenn wir jetzt von Schindlers Liste mal reden, ne? Oder redest du von was anderem? Nee, der Oskar Schindler. Hm? Ja, ja. War ja ein netter Mensch. An sich. Hey, du Saftnase, was soll denn das? So. Ach, guck dir die Herden hier an. Immer zu dritt. Seid ihr die heiligen drei Könige oder was? Nein! Renn ins Haus! Verbarrikadier dich! Das klappt ja ganz gut. So. Könnt's ja auch tun, ne? Aber. Ist ja langweilig. Und nach ins Armee. Da ist eine Tür, da muss ich hin! Ja, stirb. Stirb, Schneller 3.0. So, jetzt muss ich hier erstmal was essen. Na, wie geht's euch denn so? Und welches Buch lest ihr heute? Ah ja. Oh, hast du mal einen Flötenreiniger oder sowas? Boah, weil mir die Nase juckt. Könnte man so gut mit Pinseln. Ja. Leute, wie wär's mit so ein bisschen Licht in der Bude? Jetzt gucken sie mich alle an. Total erstaunt hier, wie immer. So, guck mal, der hat Licht. Was hat das denn her? Das ist ein Entenmann. Irgendwo. Ja gut, dein Trade kennen wir. Dich hatten wir, glaube ich, auch schon mal gesehen. Und du machst dasselbe wie dein... Seid ihr Brüder oder so? Also, warum tradet ihr genau dasselbe? Ja, das liebe ich, wenn so ein NPC genau vor der Tür steht, ne? Findest du das nicht auch herrlich? Kommst dann keinen Meter mehr dran vorbei? Nee, da bräuchte ich noch mehr für. Danke. So, dann nehmen wir unsere schöne Axt wieder. Ich mache das Türchen wieder zu, damit hier keiner reinkommt. Und dann gucken wir uns mal das restliche Dorf weiter an. Taschen, wo kommst du denn her? Ah, der nächste hier. Daneben. Haha. Stets im Leben geht's auch daneben. So. Ja, die Knochen muss ich ja nicht aufsammeln, ne? Hab ich gehört. Ja, die Treppe ist auch wieder superior angelegt. So. Na, was haben wir hier denn so? Guten Tag. Ach, du warst das mit den Fäden, ne? Ja, da muss ich noch ein bisschen sammeln. Was macht der da? Rennt raus? Tut sich weh und rennt wieder rein. Das ist auch was Schönes, ne? Ein Creeper! Nein! Schnell weg mit dem. Es wird Tag! Juhu! Komm her, du Creeper. Hier hinten darfst du explodieren, da tust du keinem was. Ja, außer mir. Das halbe Leben wegreißen. Weil ich wieder gesprungen bin. Also, ja, eigentlich früher bin ich immer von den Creepern so rückwärts weggesprungen. Das hat recht gut geholfen, nur. Ja, bleibst jetzt stehen. Danke dir. So, müssen wir hier wieder aufräumen. Ja. Ich hab getroffen. Ja. Ich hab schon wieder keinen Holy Peter. Nein! Wo hast du die wieder gelassen? Sollst du nicht immer alle essen? Oh, es regnet. Wie, es regnet! Bei mir nicht. Echt nicht? Bist du in der Wüste, ne? Ja. Du hast es erfasst. Ja, und hier liegt ja eine Menge Schutt rum und so. Findest du überhaupt den Weg, oder? Den Weg nach Hause? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, ich wäre ja schon fünfmal wieder hier. Ich nicht. Ist ja nicht so, als wollte ich nicht, aber nein.